Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Nordfriesischen Marsch. Wieder mit der Aster, der Toledo ist mittlerweile da, der Paul, der Mod, Micha, der Manni, der Lukas, der Flo, der Carsten und der Mike, ein wunderschön. Hallo. Grüße zusammen. Hola. Geht's euch gut? Easy. Easy. Sehr schön. Geht immer gut. Ja. Wer sitzt in meinem Schlepper? Ja, den habe ich verliehen, weil ich dachte, du bist nicht da. Entschuldigung. Na gut. Du bist heute nicht da, Toledo. Okay, dann gehe ich wieder. Bist du Toledo, war schön mit dir. Tschüss. Uwe, weißt du, was noch nicht da ist? Mein neues Spielzeug. Ja, ich weiß, ich bin gerade dabei, drauf zu klicken. So, Hauptfarbe. Okay. Pink. Lass die normal. Mit weißen Punkten. Neongelb. Lass in Amazone-Optik. Ja, bei den Felgen Toledo. Bin ich mir nicht sicher. Ich mach schwarze Felgen. War schön mit dir. So, Reifenvariante. Die Breiten. Rund. Was? Wie die Breiten? Da hat die noch eckige gehen. Warte, wie heißen die TM200? TM600. TM100. Ja, TM600. Ja, aber sind das Pflegebereifungsdinger? Ich meine ja, und Unkontrolliert haben es immer noch. Wir haben Schlepper gefunden. Okay. Einzelbügelbeleuchtung, ja unbedingt, Start, Alter. Unterblatt, sagen, kannst du... Nein. Nein? Nein. Gut. Gut, ist ja okay. Bin ich eigentlich... Bin schon wieder im hier angekommen. Okay. Ja, mach ich. Macht nichts. Okay, schwarze Felgen finde ich cool. Vorsicht! Ja, ich hab gesagt, schwarze Felgen gehen immer. Ja, geiles Gespann. Also Kalk auf die 4, Volta. Voilà. Warte mal, Pflanzenschutz war gelb, oder? Pflanzenschutz, ja. Licht ist das Goldene. Also da sieht es endlich mal so aus, ne? Beim Cerion, dass der was Passendes hintergehängt hat, oder? Ja. Schön. Frag mich gerade, warum ich nicht. Ach so, Abdeckung öffnen. Muss ich Kalk kaufen? Und dann kann ich befüllen. Wir die Kalkmine. Wir haben noch keine Kalkmine, glaube ich. Oh. Dann gehe ich Kalk kaufen. Mach das! Die Spritze hat sogar Reifendruck-Regelanlage, mega cool. Die Spritze sieht mega geil aus, auch wie die Klappe da aufging. Wollt ihr jetzt einen Autoloadhänger mieten? Ich glaube, der Plan ist verworfen, weil Flo eine andere Aufgabe gefunden hat. Ja, aber ich hätte jetzt Zeit, ich könnte einen Aufleger hinten dran hängen. Ach so! Danke, Toledo. Ja, ich einen, weil du musst einen bestimmten nehmen. Du hast aber eine schöne Miete Spritze. Du den doch einfach, ich hänge den einfach nur dran. Ja, dann mach das. Ich wollte gerade fragen, welcher es war. Ich wusste mir auch nicht. Ach fuck, jetzt kann ich auch so weit gefahren. Noch was bei der Spritze. Die hat Düsenbeleuchtung. Hab ich gekauft. Okay. Also die Düsenbeleuchtung. Flo, bist du kaputt? Nein, ich bin im Shop. Warum? Ach so. Ich würde sie gern tatsächlich bei Nacht sehen, die Düsenbeleuchtung. Das sieht bestimmt mega aus. Das kriegen wir noch hin. Das sieht auch mega aus. Oh. Ich hab die ja getestet. Micha! Der MW Micha. Ach, achso, Michael, das ist Drehschirmanhänger. Ja. Ich hab die Schutzplanke übersehen. Wie kann man eine Schutzplanke übersehen? Ich war mit der Düsenbeleuchtung der Spritze beschäftigt. Immerhin ehrlich. Muss man einfach, ne? Ja. Micha, du musst übrigens einfach immer weiter quatschen, ne? Ansonsten kommt man hier nie zu Worte. Dann geht's dir so wie Astra. Die wartet immer, gemerkt, dass einer stoppt, aber es passiert einfach nicht. Paul, dein Kurs passt nicht. Jetzt lass doch mal den Mod, Micha. So. Ja, wie gesagt, im Dunkeln sieht die Beleuchtung sehr gut aus. Da hat der Modder mal was richtig Gutes gemacht. Macht er sonst nichts Gutes? man weiß es nicht. Vermunkelt. Aber die Spritze kenne ich. Ich glaube, das ist die vom Twitch Farming. Ich dachte auch, dass es die ist. Ich habe den Titel schon ein paar Mal gelesen und sie sah sehr ähnlich aus. Mega Ding einfach, ne? Ist eine Weltrekordspritze. Amazon hält da bitte einen Weltrekord im Spritzen pro Zeit.
Okay. Was der Flo alles weiß, ne? Ich hab das Video gesehen. Bedeutet in Spritzen pro Zeit? Fläche pro, ja, also die haben 24 Stunden maximal Fläche abgespritzt. Okay. Wurde schon der Autoradanhänger gekauft? Warum leckt das denn jetzt eigentlich gerade so? Ja, der Autoradanhänger ist das. Ja, deswegen war ich vielleicht gerade. Ich hab ja, dann würde ich sagen, weg damit, ne? Och, mich stört das nicht. Ja, es ist schon... von krassen. Also wenn ich jetzt hier von 12 immer auf 10 runterspringe, will ich nicht wissen, wie das für die Leute ist, die fahren müssen. Also wie ihr wollt. Ja, dann mache ich das später nach der Aufnahme mit den Paletten. Können wir irgendwas mit den Paletten jetzt per Hand machen? Ja, ich guck mal, dass ich irgendwas hinkriege. Nicht wirklich rentabel, aber dann kannst du vielleicht eher andere Produktionen verfahren, die nicht mit Paletten haben. Ja, ich krieg da was hin. Geben wir erstmal den. Der hat ist ja noch gar nicht fertig angesehen. Ich hab den gekauft, dass wir den anders. Hallo, was soll denn das jetzt? Wir sind ja wohl richtig gut dabei. Dafür, dass wir erst quasi am Dienstag angefangen haben. Und ich musste erstmal Mod mich ja kurz eine Einweisung geben. Wir mussten eine dritte Seemaschine besorgen. Das dauert alles. Ja, mit den Lecks ist aber nicht besser. Ja, also. Ich fahre jetzt auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, konstanter, aber bin mir auch nicht ganz sicher. Ich fahre auch deutlich flüssiger. Es war gerade zwischendurch besser. Also ich habe mir jetzt wieder verkauft den Anhänger. Ja. Es kann sein, dass ich im Moment brauche, aber ich fahre stabil meine 18, 19 km/h beim Spritzen. Ja, ich falle immer mal von 12 auf 10 wieder runter. Oder das ist die Spritze. Ich fahre auch ein bisschen. Oder die Spritze löst das gerade aus, der Mod. Ja, und die Idee hatte ich gerade auch schon. Dass gar nicht der Autolader näher ist. Weil momentan ist gerade ganz heftig. So, kurze Frage, haben alle anderen außer Flo Probleme? Ich ja. Also ich ja, schon. Also ich fahre gerade LKW 50, dann wieder 30, dann wieder 50, dann wieder 30. Wir fahren mit Röcher 10. Ich tendiere gerade zwischen, gut, ich fahre nicht schnell, aber zwischen 15 und 10. Ja, ich komme immer von 12 wieder auf 10 gerne zurück. So, bei dir läuft flüssig. Ja, also ich habe auch so kleinere Einbrüche, aber ansonsten. Jetzt geht's. Ja. Nein, jetzt geht's wieder. Oh. Ja, jetzt bin ich auf 15, 16, 17. Ja, von 15. Ja, okay. Aber es ist deutlich besser gerade geworden. Stimmt. Lukas, du bereit bist, du? Was habt ihr gerade gemacht? Es kann sein, dass es einen Moment dauert, bis der Server... Ich wollte gerade sagen, vielleicht die Desynchro jetzt quasi durch von dem Autoload-Anhänger. Nee. Geht gerade schon wieder los, ja. Oder spritzt du gerade, Flo? Besser? Ja, viel besser. Schlechter? Ja. Das ist die Spritze. Oh cool, ich hab einen Zauberstab. Gut, flüssig. Das war, wenn die Maschine einschaltet, oder? Nicht so flüssig. Flüssig? Das ist ein richtig spritziges Spielerlebnis, oder? Oh Mann, ja, weil ich gerade getrunken habe. Toll, war auf Kassentücher. Oh, passe ich dran vorbei? Ja, tschüss zu Lero. Bis zu Lero. Was schön mit dir. Lüg ihn doch nicht immer an. Ja, aber können wir... Das hat jetzt hier gerade keinen Sinn für mich. Ich bleib jetzt mal ruhig stehen. Können wir die Spritze leider wieder verkaufen? Ich bin schon auf dem Weg zum Händler. Ich habe mal eine Frage. Hat die Spritze Section Control? Nein. Okay. Aber 40 Meter breit halt eine relativ. Ja, Moment! Ich glaube, ich wollte gerade sagen, sie hat verbaut. Richtig, und dieses Section Control, das ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, total assi. Das hat bisher noch nie im LS19 reibungslos funktioniert.
Genau, also die spritzt nämlich eigentlich mega geil, was die alles hat, ne? Aber genau, sie hat nämlich auch Selection Control, das habe ich gelesen, ja. Ja, und Berner hatte das mal auf dem Server, da ist er von 60 auf 3 FPS runter. What? Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Also jetzt läuft es auch deutlich besser gerade, also... Ja. Apropos Zeit, wollen Sie eigentlich mal Witz mal hören? Ja, unbedingt! Unbedingt bitte! Schön, dass du ja selber kommst! Warum sollte man keine Ohren essen? Uhren. Weil er Zeit verschlingt. Ah. Du hast das ist ja fast Uhren wie die Pinguine. Moment, hast du eben, warum sollte man sollte keine Uhren essen gesagt? Ich hatte Ohren verstanden. Ich habe auch Ohren verstanden. Ich auch. Ohren verstanden. Und ich denke gerade, wer kommt da auf die Idee und will ein Ohr essen? Also ich kenne Hunde, Hunde Schweineohren, aber... Falsch verstanden. Gut, an der Aussprache üben wir dann bitte nochmal, ne? Hast du noch einen? Nee, das. Das war's für heute, würde ich mal sagen. Ja. Besser ist. Der ist jetzt nicht unbedingt befriedigend, wenn ich das so sagen darf, ne? Steht ein Pferd auf der Brücke und droht zu springen. Was ist es? Selbstmord gepferdet. Hahaha. Also können wir dort den Outloader-Hänger wieder kaufen, gleich. Ja, ich übe noch ein bisschen meine Artikulation. Dann Artikulation, Alter, das hast du doch bei den Ärzten gehört. Was? Halt die Finger ruhig. Du hast nie gelernt. Okay. Du hast doch was stehen lassen, Uwe. Ja, ist egal. War kaputt. Warum hast du die Spritze jetzt mitten drin stehen lassen? Ja, weil ich jetzt einfach ver... Kloppe! Was? Ja, ich wollte eigentlich sagen, weil ich gucken wollte, ob es mit einem anderen Fahrzeug entladen geht. Ach so, soll ich mal gucken, oder? Ja, guck mal, ob du es entladen kannst. Ich kann es nämlich nicht. So, das wusste ich nicht. Doch einfach ah, Lukas, weg. Du hast 8 Meter eingestellt, ne? 8,2. 8,2 hatte dann endet das bei mir. Hey, hör auf, die Bahn zu wechseln. Also wenn ihr die Spritze nicht entladen könnt, haut sie einfach weg, ganz ehrlich. Das ist halb so wild. Ja, dann ist es halt so. Ja, wollte gerade sagen, da würde ich jetzt... Ich hab das auch nicht zur Auswahl. Ja, dann ist egal, komm. Hau weg. Schreiben wir uns den Verlust wieder gut? Nein, ganz ehrlich, wir haben genug Geld. Kauf. Ja, unternehmerisches Risiko. Alles gut. Beobachte die ganze Zeit den Toledo, wie der auch seine Kreise hier zieht, ne? Okay. Ja, er redet auch wieder vor sich hin, oder da kommt halt nichts an, ne? Ach so, er redet vor sich wieder am Schwätzen. Hat er heute das Hauptproblem? Ich kann ihn zumindest reden hören. Die Feldspritze hüpft auch schön. Das Geile ist, schön. Astra sagt eigentlich auch relativ wenig, ne? Aber das kommt dann durch. Oder das, nee, ich jetzt sag ich's nicht. Nee. Ich hasse diesen Logitech-Bug. Ja. Nicht nur du. Ja, nicht nur du. Flo, kaufst du nochmal so einen Autoload-Anhänger? Den hat mir zurückgegeben. Ja, gib mir eine Sekunde, bis ich mit einer geraden Bahn bin. Wer ist denn eigentlich dieser New Holland, der hier auf dem Feld steht? Was für einer ist es denn? Ein T8. Blauer. Michael, ist das. Also jetzt wirklich, unter uns, ne? Der Witz war fast besser als der... Nein, der war besser als der von Paul. Gut, das ist jetzt nicht ganz so schwer gewesen, aber... Ja, wenn's ein normaler Traktor ist, ist es meiner. Okay, hat schon mal eine. Oh. Hallo Toledo. Mu doch selber. Mach ich doch. Okay. Toledo ist ja cool geworden, das hat Astra gemacht. Danke. Nee, das ist Logitech. Hast du es wirklich gekauft, das Ding? Ich dachte, wir mieten den einfach nur. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt so einfach funktioniert. Wir werden das sehen. Okay. Umkonfigurieren ist einfacher als abgeben und neu mieten. Ja. Okay. Eine Frage. Hat jemand schon mal Siri gefragt, ob sie Witze mit Niveau erzählen kann?
Habe ich. Siri, erzähl einen Witz mit Sine Wo. Siri, erzähl einen Witz mit Niveau. Habe ich leider nicht. Was ist der Lieblingsfilm aller MathematikerInnen? Das Schweigen der Lämmer? Was? Hab ich nicht verstanden. Was ist der Lieblingsfilm von allen Mathematikern? Das Schweigen der Lämmer. Das habe ich jetzt gerade bloß verstanden. Das habe ich auch verstanden. Ich auch. Aber ich habe den Sie auch gerade nicht verstanden. Ich glaube, das einzige mit Wo war das mit Mathematikerinnen? Liebe Leute, nein, das Gendern. Falls ihr es verstanden habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Unser Niveau ist wie immer zu tief für diesen sehr erhellenden Licht. Wenn ihr mögt, hören wir uns am Samstag zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. 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 Ciao.